Der Unternehmer muss in eines seiner Büros, rund 3 Kilometer entfernt. Ich suche mir gerade ein Carsharing-Auto in der Nähe, damit ich mal schnell zu einem anderen Büro fahren kann. Und bei dem schönen Wetter dachte ich mir, ich suche mir mal ein Cabrio raus und habe auch schon eins gefunden. Das nehme ich mir jetzt und dann geht's los. Mit einem Chip am Führerschein kann er das Auto öffnen. Jens Scheidemann ist angemeldet bei einem großen Anbieter, bei BMW. Die Fahrt mit dem Mini kostet ihn 29 Cent pro Minute. Das Angebot gilt bereits in 4 deutschen Städten. In München und in Düsseldorf bin ich viel unterwegs und da nutze ich jetzt ausschließlich nur noch Carsharing-Fahrzeuge, wo ich früher Taxi gefahren bin. Es ist wesentlich günstiger für mich. In Deutschland bieten mehr als 100 Unternehmen Fahrzeuge zum Mieten. In Berlin ist der Wettbewerb am härtesten. Viele Anbieter locken mit Parkplätzen, wo sonst keine zu bekommen sind. Besonders schnell aber wächst das mobile Carsharing. Das kommt ohne feste Stationen aus. Der Kunde darf das Auto stehen lassen, wo er will. Hier sind die Autohersteller groß eingestiegen. Daimler sieht sich als Marktführer. In der Berliner Zentrale von Car2Go melden sich ständig neue Gelegenheitsfahrer an. Ein eigenes Auto lohnt sich halt in Berlin meiner Meinung nach nicht. Und deswegen denke ich, ist das eine sehr gute Alternative. Das Praktische ist, dass man trinken kann. Man fährt mit dem Car2Go hin und dann wieder mit dem Taxi zurück. Ich denke, dass das für meine Firma eine gute Lösung ist, um hier zweckmäßig und günstig durch die Stadt zu fahren. Den Autoherstellern allerdings bringt das Geschäft bisher Verluste. Ist Carsharing vielleicht nur eine teure Imagekampagne? Wir haben es mit Sicherheit nicht gemacht aus Marketinggründen, sondern wir wollen Car2Go als eigenes Geschäftsmodell entwickeln, wollen sozusagen die Produktpalette von Daimler dadurch erweitern. Wann sind Sie profitabel? Ja, wir gehen davon aus, wie bei jedem neuen Unternehmen, bis sich die Anfangsinvestitionen rentiert haben, werden wir 2 bis 3 Jahre brauchen. Wir peilen also einen Zeitraum an, 2014, 2015. Ein Stockwerk höher. Beim Flottenmanager steht das Telefon nicht still. Er greift ein, wenn was schief läuft, wie gerade jetzt zum Beispiel. Die Polizei, der Abschnitt 22, hat gerade angerufen. Ein Fahrzeug blockiert eine Einfahrt und steht auch offen da. Hat der Kunde es nicht wirklich richtig abgemeldet und Fahrzeug wurde umgesetzt und der Schlüssel wurde jetzt sichergestellt. Die häufigsten Einsätze für das Serviceteam: Putzen und Tanken. Täglich müssen rund 100 Autos gewartet werden, 10% der Berliner Flotte. Der Aufwand lohne sich, sagt der Branchenverband. Die Dienstleistung sei ein Zukunftsgeschäft. Die deutschen Hersteller beginnen in der Heimat, hier in Deutschland. Dort wird sich das Angebot noch ausweiten, aber es wird nicht auf Deutschland begrenzt bleiben. Wir werden auch den europäischen Markt in Angriff nehmen und auch beispielsweise den US-amerikanischen Markt. Auch da werden wir die modernsten Carsharing-Angebote der deutschen Hersteller sehen. Der Arbeitstag ist zu Ende. Unternehmer Scheidemann holt seinen Sohn von der Schule ab. Der ist es längst gewöhnt, dass sein Vater öfter mal mit einem anderen Auto kommt.